Hant will er reden fin a pièce fin Georges Tabori, di Kannibalen. In unser Gruppe is du a Frau, wo's heißt Anita Jans, sie lebt in Brixel, in Belgien, in sozer gestellten Kontakt mit Charles Goldschlager, kedai, mir soll reden wegen a neue Übersetzung fin die Kannibalen fin Georges Tabori. Vadeim, will er hat reden fin dem Bier. Lomme erstens sugen a Puverte wegen Georges Tabori. Wer is Georges Tabori? Is a Dramaturg, a Schreiber, is a viele gewesen, an Akteur. Is geboren in 1914 in Budapest. In de Zweite Weltmelchum is a gewesen in England. Is a viele gewesen in Bulgarien. Und is a weggefuhren ka Amerika, hat sich bekannt dort mit größe Akteuren, also wie Greta Garbo, Charlie Chaplin und Bertolt Brecht und Alfred Hitchcock. Hat geschrieben asach Pieces. Nachher, noch dem Elchumel, ist zurückgekommen ka Deutschland. Hat dort gelebt und hat viele Gatter Theater. Ich habe gesehen in 2000, im Juli 2002, a Pièce du in die Comédie Française, in der französischen Komödie, wo es heißt Copperfield and Weissmann. Im selben Bier wie du mit den Leinen die Pièce, ist du euch die Pièce wegen seiner Mama, der Courage von der Mama. Seine Eltern sind deportiert geworden, aber bloß seine Mama ist zurückgekommen. Von dem redet Tacke die Pièce der Courage von der Mama. Lassen wir jetzt reden wegen die Kannibalen. Ich habe die Gelegenheit, da war die Zeleinen die Pièce. Sind nicht so leicht, zu reden von einer Pièce, die man leint und nicht, die man sieht. Aber auf YouTube habe ich bloß gesehen in Spanisch ein kleines Version von den Kannibalen. Und es ist nicht genug, sich zu vorstellen, was ist in der Pièce, auf was ich habe gesehen. Aber mit was ich habe geleint, kann man machen etwas. Von was handelt es sich? In die Pièce. Es handelt sich wegen Deportierte in Block 6 in Auschwitz. Sie sind hungrig. Sie haben gar nicht was zu essen. Sie sind gestorben. Ein Mensch, der heißt Buffy Pinkus. Ist ein grober Mensch. Und sei willen im Puschet essen. Vor den Unheil von der Pièce reden zwei Personagen von der Pièce in New York, wegen, wo sie haben gegessen. Einer hat gegessen eine Bananasplit, einer hat gegessen eine Tarte von Erdbeeren. Und nachher sehen wir Puschet in Auschwitz. Und wir sehen die Gefangenen, Unheiben, sie machen eine Mahlzeit mit Buffy Pinkus. Es ist dort du, was heißt der Vetter. Und der Vetter hält uns zu schreien, zu quietschen, in der zitierte Teure, in Dusses in ganzen Mischige. Nicht doch du in der Gehennen, in Block 6 von Auschwitz. In Menschen greifen sich zu essen ein anderer Mensch, versei seinen hingerig, in er zitierte Teure, in nicht bloß er zitierte Teure, er sagt, was ist das, als Gott ist gestorben, ist auserlobt, in er so weiter. Der Buffy Pinkus
was me meint, er ist gestorben, halb zerhung, halb zerhoff, und halb zum zu reden. Sogt eine, was ist das? Sollt er genommen Gustave Flaubert, 5 Jahre zu schreiben, Madame Bovary, das heißt, seit schon kommen eine Zeit, wenn er jetzt still sein, wenn sie sagen, etwas zu tun mit ihm. In siehst du mit die Werte, grobe Werte, siehst sehr roh die Pièce geschrieben. Sie ist geschrieben auf einer sehr rohen Eufen. Die Sprache, sie ist übergesetzt von Englisch. Anita Jans hat übergesetzt von englischen Luschen die Sprache auf Französisch, aber die Sprache ist sehr roh. Es ist doch du, aber der Humor, euch mit Witzen, man spielt sich mit der Sprache, aber der Vetter sucht, aber Tommy me haut nicht eine Sprache, Tommy me benutzt sich nicht, wie es darf mit der Sprache, ist es eine Sakune für Menschlichkeit. Du sie nicht bloß wohl in Allgemeinen, also man benutzt sich nicht geht mit der Sprache, benutzt man sich nicht geht mit Menschen. Für ein Wort ist ein Mensch. In einer Verbindung zwischen Werten ist auch eine Verbindung zwischen Menschen. Also in die Pièce ist du etwas Karikatur, was kann geschehen im Leben, wenn man haut nicht in sich die Sprache, also mit ein bisschen mit ein bisschen Geduld in mir macht nicht der Film etwas, was ist sehr wichtig. Aber sucht, was mir will, in mir macht euch etwas, was mir will. Sie ist es erlaubt, zu essen an anderen Mensch, wenn mir singerig. Das ist schon eine Pièce, was mir gesehen euch in Paris, in der französischen Komödie von Michel Vinaver. L'ordinaire, ich gewinne ein Flugzeug, wo es abgefahren mit Menschen, in sei oben ungeheim sagt zu essen, einen dem anderen. Das ist euch in passiert, solche Sachen. In die Pièce ist ein ganzer Tararam. Die Welt ist nicht in Ordnung. Es ist etwas im Ganzen unaneck, unkaschim Gesetz. Was können wir machen in dieser Situation? Wir schreien, wir zitieren die Teure, wir halten uns zu quitschen, der Teute halten sich um, er ist nicht im Ganzen Teut, er wird schon sterben. Schön. Also, wie soll macht man in dieser Situation wie die Menschen, die sie gewähnt in Auschwitz? Was Georges Tabori wahrstens ist, sei seinen nicht Helden. Man darf nicht meinen, dass die Corbonus seinen Helden. Sei seinen Menschen wie alle andere Menschen. In Thomas seinen hingerig, können sie essen an anderen Menschen, was ist schon teut. In das ist möglich. Alles ist möglich. Aber das ist menschlich. In einer Lage, wie gunisch ist mehr menschlich, ist es noch menschlich, zu essen im Zerandisch, aber Tomer ist teut, am ist hingerig. Das will er uns sagen. Ich habe umgesehen, ich habe gekickt euch auf ein Video von Georges Tabori, wie er redet mit dem Zerandisch. Er ist sehr ernst, er kickt immer viel nicht um auf den Punem. Er redet mit der schweren Akzent, das ist ein ungarischen, englischen Akzent, öfter ein bisschen jüdisch, bin ich sicher. Aber er redet Deutsch in die Interview mit einem sehr, sehr starken Akzent. Wegen Kannibalismus darf man sagen, also das kann man nicht machen in einer Zivilisation. Die ganze Zivilisation ist geschaffen, aber so nicht emzerandisch essen, das heißt der Mensch, erwartet. Ein Isch ist Puter für die Welt. Es ist dieselbe Sache, wie immer heiraten mit dem Ze. Wir können nicht heiraten mit allen Menschen, mit der Mama, mit der Schwester, mit dem Bruder, mit der Cousinke.
in wusfarer Gesellschaft so nicht sah, seinen du Gesetzen, wie soll man darf zu heiraten, in es nicht erlaubt zu essen und zu randen. Das heißt nicht, ein Kannibalism existiert nicht. Es existiert. Und wir können sehen, in die Antiquität, als es gewesen möglich, von dem redet der Historiker Herodot, redet von ein Volk, was heißt die Massagetten. Die Massagetten haben gegessen, alte Lad, wenn sie seinen gewesen, sehr alt und gestorben. Und diese gewesen, war sei Arefie, sagen sie. Das heißt, das ist nicht dieselbe Sache, wie was Montaigne erzählt in seinen Essayen, wenn man gegessen Menschen, wenn ein Volk hat gegessen Menschen, wie in der Antiquität, und das ist gewesen eine Kumme. Man nimmt eine Kumme für eine Säune. Also, als Kannibalismus sind nicht bloß psychopathologisch. Es ist gewesen ein Japaner, der hat gegessen, sans sa Frau, wo er hat lieb gehabt, solche Sachen, die wir kennen, leinen in die Zeitungen oder in die Journalen. Aber es existiert schon eine lange Zeit, aber es ist nicht erlaubt, verwusst, nicht bloß, es ist nicht schein oder es ist mies oder man darf nicht. Es ist der Grund für eine Zivilisation, also wir sollen nicht essen an andere Menschen. Und du darfst mir sagen, eine Pauverte wegen Claude Lévi-Strauss. Er hat aufgegeben Covid zu François Héritier in einem Bier in 2000, in einem Artikel, was heißt der Apolog von die Amiben. Was ist das? Amiben sind kleine Bakterien. Und sie leben allein, sie sind Jägers. Und wenn sie haben nicht mehr Wurst zu essen, happen sie sich die eine zum anderen und sei sekretieren etwas als Substanz, was haut sei im Ganzen zusammen. Aber die anderen Bakterien, die sei essen, sekretieren genau dieselbe Substanz. Das heißt, also dieselbe Substanz, was haut sei zusammen, ist euch die Substanz, von was sei Essen in die Bakterien. Also ich sagte ins Claude Lévi-Strauss, als in einer Gesellschaft, aber haut sich zusammen, kann dieselbe Sache, was haut ins zusammen, das heißt die Substanz, was haut die Amiben zusammen, sein euch etwas, was zerstört die ganze Gesellschaft, wo sie solche Fähig zur Destruktivität für die ganze Gesellschaft. Also der Horizont für Menschlichkeit ist Kannibalismus. Das ist möglich, nicht bloß, was sie nicht scheint, Vergott hat es nicht gesagt, zu machen solche Sachen. Das Zeug nicht. Vertomme, jeder Mensch ist ein anderer, ist nicht die Gesellschaft. Es darf sein, an anderen Öfen zusammen. In die Pjäse, die Kannibalen mit der sehr schwarzen Humor, sucht ins Tabori, als in einem Gehennen wie Auschwitz, kann Kannibalismus euch sein, als Simmen für Menschlichkeit. Voilà. Okay.